Manche kommen einfach nicht miteinander aus. Nur wenige überlebten das nukleare Höllenfeuer von 2079. Einige suchten Schutz in unterirdischen Bunkern und gründeten die Armee der Überlebenden. 40 Jahre später kämpften sie gegen die an der Oberfläche lebenden Mutanten. Die meisten waren tapfer. Doch auf beiden Seiten überlebten nur jene, die sich ängstlich in Sicherheit brachten. Die Splittergruppen verschwanden vor ungefähr 40 Jahren. Und dann, im Jahre 2179, 100 Jahre nach dem ersten nuklearen Weltkrieg, stießen sie erneut aufeinander. Doch noch eine Gruppe hatte den nuklearen Weltkrieg überlebt. Die Agrarroboter der Serie 9 schlossen sich zu einer Armee zusammen. Nachdem die Menschen ihre Ernte vernichtet und ihnen den Sinn ihrer Existenz geraubt hatten, schworen sie Rache. Nein, manche kommen einfach nicht miteinander aus. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, es ist mal wieder ein PC-Spiel. Es wurde auch schon oft erfragt. Und zwar ist es jetzt hier der Nachfolger, der direkte Nachfolger von dem bereits absolvierten KKND, nämlich KKND Crossfire. Ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Es ist von 1998. Ich habe jetzt ein Mauszeiger, kann überall dahin zeigen, wo ich gerade hingucke. Von Beam Software hergestellt. Das kenne ich jetzt nicht unbedingt. Melbourne Horse, sagt man schon mehr. Ich glaube, die haben auch den ersten Teil gemacht. Und, ja, was kann ich zum Spiel sagen? Eigentlich wirklich nicht sonderlich viel. Ich weiß nur, ich meine, okay, ich muss mal ein bisschen was vorweg sagen für so ein paar neuere Fans. Ne? Ich stehe eigentlich total auf Strategiespiele. Leider hatte ich erst sehr spät einen PC und, ja, dadurch sind mir halt ziemlich viele klassische Strategiespiele, wie zum Beispiel StarCraft oder viele Command & Conquer-Teile, oder auch die alten Warcraft-Teile. Ja, mit denen hatte ich einfach keinen Kontakt. Ich habe sie nur gesehen, aber ich habe sie nie gespielt. Und deswegen habe ich jetzt in solchen Spielen jetzt nicht so die größte Erfahrung schlechthin. Das heißt, ich bin wahrscheinlich schlecht. Ja. Hinzu kommt noch, dass das hier für mich blind werden wird. Weil ich hatte es zwar damals für die PlayStation, ja, es gibt hier eine PlayStation-Version. Und warum habe ich die PlayStation-Version gespielt? Zum einen, weil es für die PlayStation 1 damals kaum Alternativen gab im Strategiesektor. Ich meine, es gab zwar Command & Conquer 1 und 2, also hier Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot, genau.
Allerdings waren die so ein bisschen benutzerunfreundlich. Sprich, Multiplayer-mäßig ging da eigentlich so gut wie gar nichts. Weil man brauchte Linkkabel für und zwei Playstations und zwei Fernseher. Und bis das alles mal zusammengestellt worden ist, ne, das war halt dann so ein bisschen schlecht. Und zum anderen gab es noch die Problematik, dass man während der Mission nicht speichern konnte. Und im ersten Teil habe ich ja für einige Missionen, also im Command & Conquer 1 zum Beispiel, habe ich jetzt für einige Missionen stundenlang gebraucht, wenn man dann anderthalb Stunden kämpft, um dann letztendlich festzustellen, scheiße, ich verkacke, ich darf alles normal machen. Ist schon sehr frustrierend, doch. Das hat nämlich, wobei da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ich meine, Kick in the Crossfire hat das besser gemacht, zumindest im Multiplayer-Modus definitiv, weil man konnte an einem Fernseher im Splitscreen gegeneinander oder auch miteinander spielen, was ich sehr geil fand. Und, ich meine sogar, man konnte während der Mission speichern. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, das war auch doch nicht so. Aber irgendwie habe ich jetzt gerade so im Kopf, dass es so war. Auf jeden Fall, ich habe da sehr viel in meiner Kindheit gespielt, diesen Singleplayer-Modus, aber eher weniger. Da habe ich vielleicht von jeder Seite ein paar Missionen gespielt. Ich habe hauptsächlich immer so diesen Geplänkel-Modus gespielt. Also hier von wegen, mach einfach alle platt ohne Missionsziel. Jo, es gibt hier eine neue Rasse, Partei. Ich glaube, Partei trifft es besser. Nämlich, im ersten Teil haben wir ja hier schon die Mutanten gegen die Überlebenden gekämpft, die noch Menschen waren, ne, nach den ganzen Atomkriegen. Und jetzt haben sich die Agrarroboter gedacht, die ehemaligen Agrarroboter, hör mal, ne, wenn die sich die ganze Zeit bekriegen, da hier wächst ja nichts mehr, ist ja alles nur noch Ödland, ne? Dann geht uns ganz schön auf den Sack, dann lass uns mal die Menschen auch noch ausrotten und die Mutanten. Deswegen kommt jetzt hier in diesem Teil nämlich die Serie 9 hinzu, eine Roboterarmee, wie wir auch schon im Intro gesehen haben. Und ich freue mich riesig auf das Spiel, weil ich habe sau Bock auf ein Strategiespiel wieder. Das letzte Strategiespiel, was ich gespielt habe, war entsprechend damals Command & Conquer, kurz nach meinem Einzug. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon über ein Jahr her. Und KKND habe ich, glaube ich, noch ein halbes Jahr früher gespielt. So, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt genug Einleitung gegeben? War sonst irgendwas? Ja, ich musste hier ein bisschen, ich habe hier ein paar Testaufnahmen gemacht und das sollte jetzt eigentlich alles funktionieren. Ich hoffe mal, der Sound ist auch in Ordnung, so wie es jetzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe hier, das war die Testaufnahme, ich habe noch keine Mission erfüllt. So, jetzt können wir uns ein Team auswählen. Und zwar zum einen die Überlebenden. Ne, jetzt will ich nochmal kurz einen Verweis auf Facebook machen. Auf Facebook habe ich ja so eine Frage gestellt, so worauf er am meisten steht. Panzer und Soldaten, das wären jetzt nämlich die Überlebenden gewesen. Die Menschen, die halt hauptsächlich mit Maschinen arbeiten und mit Infanterie. Dann Käfer und anderes ekelhaftes Zeug sind die Evolutionären. Genau, da gibt es eigentlich noch eine ganz interessante Geschichte. Die Rasse der Evolutionäre ist eigentlich ziemlich gläubig, ne? Da die sich früher aber auf Maschinen verlassen haben, unter anderem auch, und hinterher viele Verluste einstecken mussten, haben die sich gedacht, scheiße, das ist eine Strafe Gottes, jetzt konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Gegebenheiten, die uns von Mutter Natur gegeben sind, die uns von Mutter Natur, genau, Mutter Natur gegeben worden sind. Sprich, wir domestizieren irgendwelche wilden Tiere. Und das sind halt hauptsächlich die Einheiten hier, unter anderem auch Riesenkäfer oder Skorpione, vielleicht sogar Spinnen, ich weiß nicht, was es hier für Einheiten gibt, wirklich nicht. Und zu guter Letzt die Serie 9. Ich meine, die haben den Vorteil, dass sie nicht überfahren werden können. Beziehungsweise sie können auch nicht von größeren Maschinen zerquetscht werden oder von größeren Käfern, von Evolutionären beispielsweise. Und ich glaube, es gibt bei den Einheiten zwischen den Menschen und der Serie 9 Überschneidungen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ihr habt aber letztendlich für die Käfer und anderes ekelhaftes Zeug gewählt, gestimmt, so heißt das genau. Deswegen werden wir jetzt mit den Evolutionären beginnen. Jetzt können wir uns noch eine Mission aussuchen. Okay, ah, schön, wir haben Informationen ähnlich wie bei, sag schnell, wie bei Command & Conquer. Erstmal, hier haben wir auf jeden Fall als Gegner die Überlebenden. Und hier die Serie 9. Ich bin mir so unsicher. Ach komm, wir nehmen die Serie 9. Willkommen zum neuen Krieg, Gahanaho. Du weißt, dass die Würmer zurück sind. Aber kennst du auch den neuen, seelenlosen Feind? Die himmlische Plage schickt Maschinen, um uns zu prüfen. Pass auf, diese Maschinen belästigen eines unserer kleinen Dörfer. Wir organisieren noch unsere großen Angriffsgruppen. Nimm einen kleinen Trupp erfahrener Krieger, schütze das Dorf und mache das Roboterlager dem Erdboden gleich. Diesen Test werden wir bestehen. Okay, die Evolutionäre nehmen auf jeden Fall alles irgendwie so als Aufgabe Gottes an. Beziehungsweise sie sehen es als Aufgabe Gottes an. Und das Lustige ist, hier in diesen Missionsbriefings müsst ihr mal rechts gucken, was da so durchscrollt. Hinweis, mit dem Pfeiltasten lässt sich der Bildausschnitt verschieben. Aha. Dankeschön. Okay, wir haben echt mega viele Einheiten. Wow. Ich höre gerade keine Mucke. So, ich guck gerade mal. Ups, was hab ich jetzt gemacht? Okay, damit mache ich die Fraps-Anzeige weg. Ah, okay, alles klar. Ich glaube, ich muss die Mucke mal ein bisschen lauter machen. Ah, jetzt höre ich ein bisschen Mucke. Ich hoffe mal, die ist nicht zu laut. Geschwindigkeit, das passt schon alles so. So. Nein, nicht beenden. Zurück.
Dankeschön. Es scheint eigentlich einigermaßen flüssig zu laufen, was ich sehr gut finde. Ich meine, noch sind hier wenig Einheiten, okay. Und jetzt sind wir auch nicht mehr der Dakenho, den wir im ersten Teil gespielt haben. So, jetzt sind wir Hennaho, glaube ich. Henna Montana. So, das ist, also wie man schon sieht, ne, ein stinknormales Strategiespiel. Echter Strategiespiel. Wir können unsere Einheiten befehligen, wir können damit die Einheiten zerstören. Gegnerisch natürlich. Ist das da Dorf, was wir beschützen müssen? Ich hoffe mal nicht. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rum und hoffe, weil ich irgendwo was finde, was ich kaputt machen kann. Da zum Beispiel! Autsch! Autsch! Na dann los! Ich mochte auch die ganzen Sprüche hier immer, die die immer loslassen. Ich freue mich schon auf die Evolutionäre, weil die sagen einfach immer so richtig angepisst, wenn ich was von denen will. Ich meine, ich bin der Commander, der Vorgesetzte. Dann sag ich einfach nur, was zum Teufel? Nein, so voll hektisch, so. Finde ich echt gut. Wie du willst. So. Ach, guck mal, hier ist Öl. Aber Öl ist der Rohstoff hier im Spiel, wie auch im ersten Teil. Für alle, die den ersten Teil nicht kennen, wahrscheinlich, okay, ich meine, das Spiel interessiert sowieso keine Sau, weil ich ein Strategiespiel und so, ne? Wenn Leute was von mir sehen wollen, dann ist das schnelles Gameplay. Was jetzt in einem Strategiespiel nicht unbedingt gewährleistet ist. Ich hätte gerne mal ein paar Einheiten gebaut. Was bist du denn? Von hinten jetzt auch noch, oder was? Greift unser Dorf jemand an? Nein. Na dann los. Wir sehen jetzt hier auch um die Energieleisten unserer Einheiten, sehen wir eine rote Umrandung. Das bedeutet, dass die Erfahrungspunkte gesammelt haben und damit ziemlich stark sind. Aber die scheinen sich hier nicht zu regenerieren, die Einheiten. Was? Ich bin schon in der Basis? Warum das denn? Ich glaube, ich müsste erstmal meine Basis finden. Vernichtet sie! So, okay. Machen wir direkt mal platt hier. Wo hab ich hier meine Frage? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, ach, das ist nur das Menü, okay. Ich hatte hier nochmal so eine Frage, das heißt, so von wegen so ein Hilfesymbol, dass sie mir sagt, was jetzt was ist. Okay, es dauert nur 40 Jahre, bis das kaputt ist, kein Problem. Das sieht irgendwie aus, als bei den Evolutionären. Das wusste ich gar nicht. Also natürlich können wir hier mit dem Cursor unsere Einheiten auswählen, ne? Was ich gut finde, ist, wenn wir das hier auswählen, dann sehen wir auch die direkte Energie der umliegenden Objekte, die nicht uns gehören. Sprich, da sieht man mal so einen kleinen Fortschritt. Also beziehungsweise, wie schnell es jetzt hier kaputt geht zum Beispiel. Ob ich dann, wenn jetzt noch Einheiten kommen sollten, ich draufhalten sollte oder nicht. Ich denke mal, das ist der Bauhof der Serie 9. Also da, wo die halt ihre Gebäude bauen können. Und das ist, denke ich mal, wahrscheinlich die Infanterieanlage. Und hier wahrscheinlich Roboterfabriken oder so ein Kack. Aber auch das ist gleich Geschichte. Hier oben würden wir unsere Rohstoffe sehen, wenn wir welche hätten. Was die Leisten daneben sind, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Auf jeden Fall in der ersten Mission, das war schon das, was mich früher auf der PlayStation immer sehr abgeschreckt hat, wenn wir keine Basis hatten. Wenn ich mit den Einheiten, die ich bekomme, auskommen musste. Heutzutage sind das für mich eigentlich sogar die angenehmeren Missionen. Weil ich da einfach nur gut wirtschaften muss und nicht irgendwie so eine Baureihenfolge habe, wie es dann am logischsten ist. Weil bei sowas bin ich total schlecht. Und Multitasking bei Strategiespielen, das ist auch überhaupt nicht meins. Alter, wie schnell warst du denn kaputt? Hör mal. Na dann los. Ein paar Einheiten nochmal so für den Dennis. Finde ich nicht schlecht. Guck mal das Missionsbriefing hier gerade an. Der neue seelenlose Gegner greift einen unserer Dörfer an. Schütze es und vernichte die ruchlosen Maschinen. Wo greifen die denn unser Dorf an? Ich habe die jetzt überall gefunden, nur nicht in unserem Dorf. Es gibt hier übrigens auch wieder, ne, für lange Zuschauer von mir, ne, die den ersten Teil geguckt haben. Es gibt ja auch wieder diese übermächtigen Maschinen, die in Bunkern versteckt sind. Und ich freue mich schon auf jeden Fall, diese zu finden, weil es gibt hier scheinbar mehrere Einheiten. Ich habe mich ein bisschen bei Wikipedia informiert, so über die Story und so. Mission erfolgreich, das war die erste Mission. Okay, Gahanaho bin ich jetzt. Wo ist CPU? Ja, Rang 1 total mutiert. Rang 11, 0815, das finde ich cool beim Computer. Ja, das ist cool. Geil, 8 Minuten Durchschnittszeit. Ach so, ich war überdurchschnittlich von der Zeit her. Aha. Wäre cool, wenn es hier Trophäen gäbe. Okay, Mission wählen. Wir müssen wahrscheinlich sowieso alle Missionen machen, denke ich mal. Wie man sieht, das Tech-Level wird ja auch angezeigt. Das finde ich ganz gut.